Spiel macht schon Spaß, doch. Gefällt mir sehr gut. Das ist so mein Ding hier. Hep! Hep! Das war schlecht. Das war auch schlecht, aber besser als abgestürzt. Leben! Hey! Hey! Nein! Was machst du denn? Schack! Ah, die stehen ja überall! Du kleiner Sack. Die siehst du ja wirklich nicht. Ich würde gerne mal wieder schießen. Ah, wie gerufen. Und die Schießfunktion eigentlich, ich muss sagen, die Schüsse sind ein bisschen langsam in dem Spiel. Jetzt nicht so vorteilhaft unbedingt. Ich weiß auch nicht, ob noch sowas gibt wie im ersten Spiel die Erdbeere, wo der Schuss die Kugeln quasi die Gegner verfolgen. Das fand ich mal sehr praktisch. Oh, neue Musik. Das ist unfair. Boing. Boing. Zack. Ein böser Schlund! Hey! Oh, der Doppelblitz! Wird hier da oben auch angezeigt, sehe ich gerade. Doppelschuss. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen bisher. Vielleicht, weil ich es so selten hatte bisher. Ja, bei Lebenverlust ist natürlich alles weg. Munition weg, Schuss weg, alles weg. Diamanten weg, Rubine weg, meine ich. Also, sehr traurig, was jetzt passiert ist. Kaum mal ein bisschen aufgepowert bin ich so blöd und stürz ab. Mensch. Boing, boing. Na, immerhin. Gut gemacht! Level 14. Weiter durchs Winterwunderland. Oh, Vorsicht. Aufpass. Unten. Hey! Danke. 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 Das ist unfair mit den Doppelflummis. Yeetis hier. Okay. Ziel! Aber gerade so. Jetzt müssen wir bald wieder auf den Endboss treffen. Aber ein Level kommt noch. Wie ich das jetzt mitkriege, da alle 8 Level, glaube ich, kommt ein Endboss. Und alle halbe Minute stürze ich ab. Warum? Alles da, paar Diamanten. Dream Bubble!
Gute in dem Spiel ist, wir können auch wieder zurück. Das ging ja im Original alles nicht. Das war ja nur ein Rechts-Scroll-Spiel. Oh, das ist aber riskant, was ich hier mache. Das nehme ich zurück. Das war nicht riskant. Das war dumm. Ich wurde verlockt durch diese vielen Rubine hier. Dann lassen wir es eben bleiben. Scheiß auf den Müll. Schrei doch. Und baff. Mein lieber Mann, ich habe ganz schön Leben verloren. Vorsicht, Spitze. Pack! Die Gegneranzahl nimmt zu. Noch kein Endboss. Nach dem Level müsste der Endboss kommen. Doppelflummi. Ich liebe es. Okay, das war leicht. Das hier ist wieder scheiße. Ui, ui, ui. Dui. Und los. Schönes Ding. Oh Gott. Naja, lieber so als ins Feuer. Hey, nein, Angst. Juhu! Achtung, böser Mensch. Oh ja, klar, langsam wird es schon pervers hier. Ich bin erst in Level 16. Zack. Zack, zack. Das ist wie bei Super Mario hier. Domino-Effekt. Ihr mich auch. Rein kann sie schön. Und sterben auch. Oh Mann! Ganz ruhig, Freundchen. Ja, wie denn? Wenn er unten ist, geht nicht. Wenn er oben ist, geht auch nicht. Menno! So ein Scheiß. So kurz vom Ziel krepiert eben. Am vorletzten Gegner des Levels. Geht's noch? Oh, Knut! Nein! Der Haribo Weißbär. Der kann sogar reden, siehst du? Nicht nur Kroh, endlich bist du da! Hä? Dein Weg ist zu Ende! Ich glaube ich aber nicht! Ich schon! Schön! Der läuft, als hätte er es im Kreuz. Hey, nicht hauen! Bist doch ein lieber Bär. Tapsbär, du. Ah, er kommt noch einmal. Siehst du, der kaut sogar Gummibärchen. Oh, Game Over. Schade. Wir können aber zum Glück fortsetzen.
Ich gebe erstmal meinen Namen ein. Aber wir können fortsetzen. Das ist das Schöne an dem Spiel. Spiel fortsetzen. Punkte sind zwar weg und das ganze Gedöns, aber das ist jetzt egal. Ich bin schon da. Hä? Bin gescheitert. Ich glaube nicht. Kennen wir schon. So, Knuti, jetzt bist du des Todes. Fette Beute. Zack, 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 zack. Erster ist weg. Zampa heißt er. Hey, Mike Tyson. Zack. Ach, guck mal hier. Da taucht plötzlich ein Vorsprung auf. Boah, was ist denn das für ein perverses Ding? Was hat dann der mir eben hier entgegengehaucht, hä? Zampa, du böser Junge, du. Ich glaube, ich muss mal andere Seiten aufziehen hier. So geht das mit dir nicht weiter. Hey! Ich zieh dem voll wenig Energie ab. Na gut, ich bin ja so ein kleines Vogelchen. So, noch einmal. Komm her, mein Schatz. Dem süßen Eisbären, den kann man ja nicht böse sein. War's das? Das war's? Gut gemacht! Gut nicht, aber gemacht habe ich's. Oh, guck dir mal an hier. Gianna in der Schneelandschaft und das im Minirock. Respekt! Erschöpft vom Kampf mit dem großen Eisbär sitzt, setzt sich Gianna nieder. Oh, was ist das? Achso, das war gar nicht... Oh, was ist das? Gleich neben Zampa ist ein unscheinbarer kleiner Tunnel. Gianna kriecht mutig in die seltsame dunkle Höhle. Borellix Höhle. Level 17. Ab hier weiß ich nicht mehr weiter. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Und ich würde sagen, im nächsten Part erkunden wir diese lustige Höhle. Das kann heiter werden. Also, bis dann, macht's gut und tschüsschen!